Hallo meine lieben Schätzleins und herzlich willkommen auch an die Leute, die nicht so genannt werden möchten. Das habe ich nämlich fast vergessen. Willkommen zu diesem Review der Omega Speedmaster Chronoscope mit einem an die 1940er Jahre angelehnten, inspirierten Design. Ja, eine Uhr, bei der ich weiß, dass da draußen viele von euch mega drauf abfahren, die sie einfach wunderschön finden und die mit Sicherheit den Nerv der Omega, ja, vielleicht Vintage-Liebhaber getroffen hat. Meinen persönlichen Nerv leider nicht. Mich nervt eher etwas. Das ist zum Beispiel dieses viel zu dünne Schließlein hier, aber das sage ich hinterher nochmal genauer. Ich weiß es nicht, also es ist jetzt eine rein subjektive Sache. Ne? Also es ist nicht ganz meine Uhr. Ja? Ich stehe nicht auf diesen Vintage-Style. Was mir zum Beispiel direkt aufgefallen ist und was ich etwas seltsam finde, weil es mich ja designtechnisch verwirrt, ist, dass man hat hier sehr viel Funktion. Man hat Pulsometer, Tachymeter etc. und man hat diese einzelnen weiteren Funktionen eben wie Pulsometer und so weiter in die Mitte der Uhr gepackt. Dadurch kann man natürlich wunderbar die Funktion des Chronometersekunden, des Chronographensekundenzeigers nutzen, um eben zum Beispiel den Puls abzumessen. Das ist ja soweit ganz cool. Aber man hat natürlich den Aufdruck dieser Skalen mitten durch die Totalisatoren gezogen. Dadurch überdruckt mit den Stunden-Totalisator-Angaben und der Sekunde. Und ja, das ist so wie drüber gemalt. Das mag ja Vintage inspiriert sein, aber ich weiß nicht, sonst regen die Leute sich mal alle so auf, wenn man irgendwie mal was Neues designt und da ist dann, weiß ich nicht, eine kleine Ecke mal irgendwo ausgelassen worden, designtechnisch. Da wird sich immer wahnsinnig drüber aufgeregt. Und hier findet man das einfach scheinbar toll. Also ich finde das wirklich strange, muss ich mal sagen. Wenngleich die Uhr als solches eine wunderbare Uhr ist, also rein verarbeitungstechnisch das Gehäuse, auch hier dieses hochstehende Glas, wenn man eben diesen Vintage-Charakter gerne möchte, ist das absolut top. Ja, da geht, ja, das ist Omega, da braucht man gar nicht überlegen, dass das eine traumhaft schöne oder eine traumhaft verarbeitete Uhr ist. Genauso, wenn ich mir jetzt die Rückseite angucke und auf dieses Werk blicke, das ist schon fast eine kleine optische Sensation. Also da brauchen wir überhaupt nicht überlegen. Das heißt, jemand, der dieses Design mag, der kriegt hier eine Traumuhr. Ja? Nur ich bin halt nicht der, der dieses Design mag. Ist halt nicht so meins. Speedmaster finde ich ganz nice, aber designtechnisch finde ich es nicht so schön, für mich zumindest, gelöst. Aber das ist ja egal. Ich stelle euch ja trotzdem auch gerne Uhren vor, die ihr schön findet. Und wir können auch gerne in den Kommentaren darüber philosophieren, ob das vielleicht, ja, aber ich glaube, über Design und Geschmack kann man nicht philosophieren. Da kann man auch nicht anderer Meinung sein. Kann man anderer Meinung sein, aber man kann einen nicht überzeugen, glaube ich. Schön finde ich die gebläuten Zeiger. Und alles an sich, die Indizes sind alle gebläut. Schade ist es immer so, wenn man gerade drauf guckt, sieht das natürlich immer je nach Lichteinfall schwarz aus. Da muss man halt wirklich mal im Gegenlicht gucken. Aber dann, wenn das Licht drauf fällt, sieht das hervorragend aus. Nachteil wiederum, man kann natürlich keine Leuchtmasse auf die Zeiger aufbringen, sodass diese Uhr, ich gehe nochmal sicher, diese Uhr im Dunkeln einfach nur ein schwarzes Loch darstellt und ihr abends nicht darauf schauen könnt. Wäre für mich zum Beispiel wieder so eine Uhr, die ich abends nicht tragen würde. Ich brauche echt nachts eine Uhr. Ich bin ein alter Mann. Ne? Wenn ich zum Klo muss, muss ich wissen, wann ich zum Klo muss. Sonst ist das ja nicht. So, aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen wir an dieses Band. Es ist wunderschön, fängt das Jung an. Ich finde auch diese Bandbegliederung, die ist toll. Gefällt mir richtig gut. Und dann geht man von dieser doch recht großen Uhr. Ich gucke jetzt mal, bevor ich euch was falsch erzähle, wie groß sie genau ist. Ne? Das, genau, 43 mm. Ja, von dieser 43 mm Uhr geht man runter und macht hier so ein Schließe dran. Also die ist wirklich immer
Also ich verdecke die mit meinem Daumen, ne? Dann ist die weg. So, tschüss, schließe. Also die ist so fitzelig. Das mag ja wiederum stilistisch komplett passen. Aber ich finde, man kann doch auch Vintage verbinden mit Moderne so ein bisschen und das ein Tacken breiter machen. Aber ich bin mir sicher, es gibt draußen unter euch Leute, die sagen, genau das ist das, was ich gerne möchte. Aber ich denke immer, ich habe ein Fußkettchen an. Ja, ich schließe das hier so und dann, ey, guck doch mal, wie das hier bei mir am Arm wirkt. Ne? Also, das ist so dünn. Das muss ich jetzt mal ausmessen, wie dick das ist. Na. Geht das 15 mm breit? Das heißt, das Ding verjüngt sich auf wie viel? Auch hier auf 15? Ja. Das verjüngt sich also von wie viel? Von oben? Ja. Also von 20 auf 15 mm. Ich finde, das wirkt unproportional. Ja. Aber gut. Vielleicht ist das beim Uhrmodell so gewesen. Das könnt ihr mir sagen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne dieses Uhrmodell tatsächlich nicht. Ansonsten, diese Schließe in größer, super schön. Gerade mit diesem Streifen hier drauf, mit diesem Schliff und dann den Vertiefungen und so weiter, super schön. Also wirklich, echt optisch eine tolle Schließe. Man hat hier auch noch eine Feinjustage dran, sehe ich gerade. Ja, ein Pushing. Und jetzt? Hey, ich habe da gepusht. Ah ja, okay. Ja, man hat ja auch noch eine Feinjustage dran. Wenn es ein bisschen größer wäre, könnte ich da auch richtig reindrücken. Aber da kann man nochmal jetzt mal so ein Halbglied verstellen. Also auch das sehr schön. Also an sich super schön. Wobei, das ist doch viel geiler. Das ist doch noch kleiner als 15 hier vorne an der Dings hier. Ne, es ist 15 tatsächlich. Jetzt kommen wir nochmal zu den technischen Skalen hier. Also wir haben Tachymeter auf der Außenskala. Wir haben ein Telemeter, wir haben ein Pulsometer und klar, kleine Sekunde, Chronographenfunktion etc. Wer wissen möchte, was man mit dem Telemeter macht, Omega hat es schon sehr schön beschrieben, irgendwo ist ein Gewitter, ja, es blitzt und ihr stoppt die Zeit und wisst dann ungefähr, wie weit entfernt bis zum Donner dann das Gewitter ist, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, jemand ruft und ihr hört es eine Sekunde später und dann wisst ihr, wie weit er weg ist. Braucht man sehr häufig im Alltag. Naja, oder auch vielleicht nicht. Aber nice to have. So, es ist natürlich ein Handaufzug, denn wir sehen hier unten drunter keinerlei Rotor. So, angetrieben wird das Ganze von dem Omega Handaufzugskaliber 9908 Koaxialwerk Master Chronometer. Bedeutet extreme Magnetfeldresistent, Genauigkeit. Es wird im Prinzip von dem Eidgenössischen Institut für Metrologie Metas, ja, auch dann als Masterchronometer qualifiziert. Also wirklich ein hochpräzises, technisches, kleines Wunderwerk und ist antimagnetisch bis 15.000 Gauss oder 1,5 Tesla. Können an euch vorbeifahren und dann passiert nichts. Doberwitz, aber irgendwie fand ich den jetzt witzig. So. Ja, also das Werk ist wirklich toll. Also auch wirklich schön. Traum, ja, mit dem Zierschliff, den Radialen, die so ein bisschen sonnenmäßig weggehen. Ja, total, also quasi direkt unter dem Glas. Also man sieht, man guckt drauf und man möchte fast meinen, es kommt aus dem Gehäuse heraus. Also ein Wahnsinn. Kommen wir zum Preis. Wir reden von 8.500 € für die Uhr, was Omega preislich gesehen eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist, wisst ihr, ich bin vielleicht da auch nicht mehr so neutral genug, ja, weil ich arbeite hier tagtäglich mit irgendwelchen High-End-Uhren, die dann teilweise 15.000 oder 20.000 kostet. Man hat einen schon so ein bisschen eingelullt, sodass man sagt, oh, 8,5, Schnapper. Ja, es ist natürlich viel Geld, aber ihr bekommt auch verdammt viel Uhr, gerade technisch gesehen, mit diesem wunderschönen Werk, ne? Und der Top-Verarbeitung und allem, was Omega an Prestige zu bieten hat. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Ich finde, 8.500 € ist in dem Komplettpaket meiner Meinung nach ein Preis, der komplett
komplett in Ordnung geht. Ja. So, ich glaube, viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht zur Omega zu sagen, außer, dass sie mir auch von Alter zur Verfügung gestellt worden ist. Dafür vielen lieben Dank. Saphirglas natürlich auch. Ne? Und ja, wenn sie denn noch verfügbar ist, ich habe hier auf der Homepage gesehen, irgendwie, ich kann mich irgendwie auf die Warteliste anmelden. Das finde ich jetzt schon wieder strange. Meine Güte, ist das jetzt schon wieder eine Uhr, die mit Warteliste versehen ist? Ist eigentlich alles nur noch heute mit Wartelisten versehen? Also ich komme mir manchmal so vor, irgendwie, als hätte ich noch vor dem Mauerfall hinter der Mauer gewohnt und würde jetzt auf dem Trabi warten müssen. Weil mittlerweile ist ja alles, was man haben möchte, nur noch mit Warteliste. Es gibt ja schon wirklich kaum noch was, das ist jetzt übertrieben gesprochen, aber all das, was so ein bisschen begehrt ist, hat auf einmal eine Warteliste. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie seht ihr das? Ist das nur meine subjektive Meinung? Vertue ich mich da? Ist eigentlich alles super lieferbar? Oder ist das tatsächlich so, dass wir irgendwie zur Generation Warteliste geworden sind? So, meine Lieben, ich bedanke mich herzlich für euer Zusehen. Hoffe, ihr habt das Video gemocht. Daumen hoch natürlich und wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Review. Bis dahin mal. Ciao, ciao.